Ja, hallo liebe Freunde, willkommen wieder zu einem weiteren P-Game. Und zwar spielen wir heute mal kurz an Her New Memory von Zodiacus Games. Her New Memory hat ein DLC-Update gekriegt. Und zwar BDSM, also Bondage. Not bad, das Spiel ist wirklich sehr, sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das wirklich ziemlich cool gelungen. Hatte keiner sogar sehr auf dem Schirm gehabt, Her New Memory. Hat eine coole Story. Und den Artlook finde ich ehrlich gesagt auch nicht ganz schlecht. So, wir haben die Schwierigkeitsgrad einfach, Mittel oder Medium zu spielen. Ein Easy Go wäre ganz gut. So, der Name ist natürlich Ben. Wir sind der Benner. Ja, alles auf Deutsch. Es gibt verschiedene Sprachen, wie wir gerade eben gesehen haben. Schön im Intro. Gibt sehr viele Sprachen einzustellen. Und Her New Memory ist deswegen so gut, weil es einfach irgendwie ein geiles Teil macht. Steht eine junge Frau verängstigt vor eurer Tür. Ihr wisst nicht, was los ist, habt keine Ahnung, was überhaupt passiert ist. Und ja, sie fragt einfach, ob sie reinkommen kann und bei euch leben kann. Damit fängt Her New Memory eigentlich richtig an. Sie hat ihr Gedächtnis verloren. Den helfen wir nachher eben halt auf den Sprung. Wir können sie auch nennen, wie sie wollen. Also wir können ihr einen x-beliebigen Namen geben, weil sie kein Geld, keine Papiere, kein gar nichts dabei hat. Ja, dann nenne ich dich halt, keine Ahnung, wie nennen wir sie jetzt? Sally? So, nennen wir sie Sally. Scheißegal. Wir nennen sie halt so, wie wir wollen, und es ist so, biete ihr ein Abendessen an. So, bieten wir erstmal schick ein Abendessen an, damit sie erstmal was essen kann. Cool bei dem Game ist auch noch, dass man... So, lassen wir sie mal duschen gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon gleich die erste Cut sehen. Nein, in einer halben Stunde ist sie fertig. So, anstrengender Tag. So, ich schlafe auf dem Sofa, lassen wir sie im Bett schlafen. Wir sind ja der Gentleman-like. So, sie kann also auch im Bett pennen, während wir auf dem Sofa schlafen. Dann haben wir Tag 2. Spiel ist deswegen so cool, weil es nachher einfach richtig cool in Gang kommt. Also, es gibt so viele Sachen. Man kann seinen Raum umgestalten. Man hat sie dann halt hier im Sitz. Man kann mit ihr labern. Sie entscheidet nachher, sie möchte nachher auch verschiedene Sachen haben, wie zum Beispiel hier wäre Spaß haben, reden, ausruhen. Man kann diese Sachen anklicken und man kann aber auch hier selber rumklicken. Ich würde aber mal das fragen, wie es ihr geht. Wir fragen sie erstmal. Sie weiß halt nicht, was auf sie zukommt. Völlig verständlich. Wir machen ihr Kompliment über ihre dreckige Kleidung. Nein, Quatsch. Natürlich über ihre tolle Art und Weise. So, alles verbraucht ein bisschen Energie. Da ist unsere Regine, Energie ist 9 bei 100, Beziehung zu ihr ist 22 und die Stimmung ist bei 11 bis 100. Sie kann auch abhauen, sie kann auch weggehen. Das ist dann auch so, wenn man eben halt, ja, wenn man halt zu viel, wenn man sich nicht gut um sie kümmert, haut sie halt auch ab. So, ganz normal halt. So, da haben wir hier... Kann man eben halt Karten gespielt, man kann die Namen nochmal bearbeiten. Ja, da sind all die Sachen, die man halt machen kann. Positionen, wir sind Praktikant, wir haben noch Arbeitstage, wir arbeiten auch, verdienen noch mit Geld. Und können ihr dann natürlich Kleidung auch kaufen für 160, also die Klamotten haben schon ordentlich was drin. Ordentliche Kleidung kaufen, wir können die Haare ändern, wir können die Frisur ändern, wir können alles ändern, was wir halt wollen. Und finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie es dann aussieht, wenn wir dann soweit sind und was ein bisschen weiter in Gang gekommen ist. So, da kommen wir mal wieder zurück zu Her New Memory. Also wie gesagt, ich bin jetzt bei Tag 96, Mittwochabends. Ihr seht also, die Energie ist bei 33, Beziehung zu ihr ist bei 1096. Die Stimmung ist bei 100 von 100, da kann nichts besser einfach bei werden. Zum Schluss ist es allerdings so, wir können auch verschiedene Reiseziele anklicken. Wir können zum Beispiel hier auch ins Schwimmbad gehen, zu Hause, dann hätten wir hier Einkaufszentrum, glaube ich, das ist Kunst, Spielecenter, Fitnesstraining und in den Zoo können wir mit ihr gehen. Kann man aber auch, wenn man nachher den Balken hier aufruft, einen Ausflug machen. Es geht einfach Strand, Wald, Stadt, geht einfach so viel einfacher.
Kann Lotterie spielen, Spaß haben, knattern und eben halt ganz normal reden. Sie küssen, Kopfte, versohle sie. Versaute Bemerkung. Also es gibt eine ganze Menge, die man hier einfach machen kann, was ich auch ziemlich interessant finde. So, hier wäre dann nochmal, ja, zum Storytelling, aber dazu erzähle ich jetzt nicht, das sollt ihr selber herausfinden. Ihr könnt Klamotten, wie gesagt, kaufen, Sachen wieder zurückholen, wie kann ich mir den Fernseher, kann ich mir noch holen. Ansonsten habe ich schon eigentlich ziemlich so weitestgehend alles hier eingekauft, was noch gerade da. Klamottentechnisch könnt ihr ja hier übelstmäßig noch super viel einkaufen, was ihr alles haben wollt. Brille, ihr könnt das ganze Aussehen verändern. Was ich eigentlich ziemlich cool finde, dass sie noch so einen netten kleinen Charaktereditor mit reingebaut haben, der auch wirklich ziemlich gut funktioniert. Also ich mag den wirklich sehr. Man kann sie dann über das Anziehmenü dann eben halt komplett umziehen. Na, also das ist, es ist eigentlich cool gemacht, das Spiel. So, Mittwochabends hätten wir jetzt zum Beispiel, wir können ein bisschen Spaß haben oder einen Ausflug machen und in die Stadt gehen. So, man zieht sich bequeme Kleidung an und dann geht ab in die Stadt und dann kann man jetzt überlegen, ob man in die Spielhalle gehen möchte, in den Wasserpark gehen möchte, in ein Restaurant gehen möchte. Die Spielhalle, da wollen wir noch ein bisschen Spaß haben in der Spielhalle. So, da kann man wählen den Schwierigkeitsgrad, einfach, medium, schwer, einfach. Kann man hier noch nebenbei kleine Spielchen spielen, was ich übrigens ziemlich witzig finde. Also das ist ganz nett, wenn man manchmal ein paar kleine Gimmicks einbaut. So, bam, 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 bam. Punkte 25 müssen wir erreichen. Um überhaupt mal die erste Schwierigkeitsstufe zu haben. So, wir haben 36 gewonnen. Sehr schön, können wir rausgehen. Na, also, das ist dann halt eben zum Spaß. So, wir kehren leicht müde zurück. Na, also man kann ziemlich viele Sachen machen. So, wir haben immer noch Mittwochabends. Wir können nochmal Spaß haben. Ach ja, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat. Wir können uns einen Film ansehen. So, ich zeige euch mal ganz kurz mit 78. Mal sehen, was er da jetzt möchte. Weil sie, oftmals stehen wir auch auf und manchmal kommt sie auch mit irgendeiner Sache um die Ecke, wie zum Beispiel jetzt haben wir Stimmung 98, da kommt sie mit irgendeiner Sache und sagt, heute möchte ich zum Beispiel das haben oder heute möchte ich zum Beispiel dies haben. So, Kuss auf die Backe, Zeit zur Arbeit zu gehen, zusammen mit ihr zur Arbeit zu gehen oder alleine oder Tag frei nehmen. Wir gehen eigentlich nicht immer mit ihr zusammen zur Arbeit. Das ist unterschiedlich. So, wir können normalen Sex nach der Arbeit, da kriegt man eben halt überstundenmäßig ein bisschen Kohle. Wir müssen auch ein bisschen auf den Energie achten, also ganz normale Arbeit. Dass die Mitarbeiter aus jeder Abteilung zu regulären Meeting erscheinen müssen, oh Gott. Ah, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zu Story-Elementen. Und ganz zum Schluss ist halt das Ziel darin, eben halt zu heiraten. Na, also das ist dann eben halt, das ist das Ziel. Ihre Sachen bekommen wir halt heraus, was da eben halt los war und dies und das. Das ist ein cooles Spiel, kann ich einfach nur empfehlen. Und ja, Her New Memory. Geiles Ding, kann ich nur empfehlen. Vielleicht werde ich es auch mal Let's Playen. Dann aber auf Patreon. Also bis denn.